mich für euch auf die Suche gemacht nach dem perfekten weißen T-Shirt. Das Must-Have-Basic im Kleiderschrank, kann man sagen. Und ja, ich habe 5 T-Shirts eingekauft von Marken, mit denen ich selbst gute Erfahrungen schon gemacht habe oder von denen ich gehört habe, dass sie sehr gut sein sollen. Ich habe alle T-Shirts gewaschen und ich werde gleich darauf eingehen, wie sie sich gewaschen haben, wie sie sitzen, wie das Material ist, Verarbeitung, tralala. Ja, und ich kann euch so viel sagen, ich habe ein paar gute T-Shirts erwischt und ich habe auch einen persönlichen Sieger. Wenn euch das Video Spaß macht, würde mich selber einen Daumen hoch freuen. Teilt es auch vielleicht mit einer Freundin, abonniert meinen Kanal und klickt das kleine Glöckchen, dann kriegt ihr mal Bescheid. Ich uploade hier jeden Freitag 16 Uhr ein Modevideo. Was noch? Genau, auf Instagram werde ich euch in nächster Zeit mal ein paar Looks mit den weißen T-Shirts zeigen, ein bisschen Outfit-Inspiration, denn man kann so schöne, lässige, clean Looks mit diesen T-Shirts kreieren. Ja, wie immer ist alles, was ich heute im Video zeige, unter dem Video verlinkt. Einfach die kleine Infobox aufklappen. Die T-Shirts, die ich heute vergleiche, sind alle aus Baumwolle, also nichts aus Modal, Viskose oder Leinen. Sie haben alle einen Rundhalsausschnitt, bis auf eine Ausnahme, die falsch geliefert wurde. Ansonsten ist es keine Brusttasche, kein Logo, keinerlei Stickerei auf den T-Shirts vorhanden, denn das Perfect White Tee, wie man im Englischen ja sagt, ist ein ganz, ganz cleanes Basic und ja, deswegen kein Firlefanz. Und ich habe auch kein T-Shirt unter 10 Euro gekauft, denn da kann man einfach keine gute Qualität erwarten, denke ich. Da habe ich jetzt mal die Grenze gezogen. Ja, die Designer lieben das weiße Basic-T-Shirt. Giorgio Armani hat zum Beispiel einen ganzen Bildband dazu rausgebracht. Und er sagt halt, das weiße T-Shirt vermittelt ein Gefühl von Reinheit, aber gleichzeitig verleiht es auch einen ungenierten Sex-Appeal. Und ja, er nennt es das Anti-Status-Symbol, das sowohl Arme als auch Reiche ohne Kastenunterschiede in Baumwolle hüllt. Ich finde, es ist ein sehr vielseitiges Kleidungsstück, das zu so vielem im Kleiderschrank passt. Es ist absolut zeitlos und man kann es wirklich in jedem Alter tragen. Also mein erster Eindruck von den 5 T-Shirts, die Verarbeitung ist überall gut, sowohl an den Krägen als auch innen, die Nähte sind alle sauber. Da bemerkt man also keinen Preisunterschied. Den merkt man allerdings beim Material. Die teureren, da ist das Material etwas schöner, etwas weicher, dazu komme ich gleich. Trotzdem, keins von den T-Shirts ist durchsichtig, das ist ja immer sehr wichtig beim weißen T-Shirt. Trotzdem würde ich immer einen ja, hautfarbenen BH drunter tragen, glatten BH, also keine schwarze Spitze unbedingt, die scheint natürlich immer durch, das ist klar. So, und alle T-Shirts sind geschrumpft in der Wäsche, dazu komme ich auch gleich, denn das muss man natürlich beachten, wenn man so ein T-Shirt kauft. Mein erstes T-Shirt ist das günstigste im Test, kostet 12,99 Euro, ist von Vero Moda. Das ist genau der Schnitt, den ich eigentlich gesucht habe. Also so ein bisschen locker, mit Rundhals. So, und wie ihr seht, an mir wirkt es ein bisschen breitkastig. Also ich würde es jetzt zum Beispiel in einen Midi-Rock reinstecken oder seitlich in eine Hose. Ich würde es jetzt nicht einfach so tragen, wie es ist. Die Ärmellänge ist bei mir gut. Also da muss man halt darauf achten, dass es am eigenen Arm gut aussieht. Dass es an einer, ja, so in der Mitte des Bizeps soll es normalerweise enden. Dann sieht es meistens gut aus. Und die Ärmel dürfen natürlich nicht zu sehr abstehen, das ist klar. Es ist übrigens etwas knitteranfällig. Das zeige ich euch jetzt nochmal eben. Das ist halt bei 100% Baumwolle so. Schaut mal. Also bügeln muss man auf jeden Fall. Ich musste die alle bügeln, als ich sie aus der Wäsche geholt habe. Ansonsten, das gibt es in Größe XS bis XL. Ich habe es jetzt in Größe S. Das fällt größengerecht aus auf jeden Fall. Es besteht übrigens aus Bio-Baumwolle, was aber nichts heißt, denn ja, die weißen T-Shirts werden halt immer mit Chemikalien gebleicht. Das kann man biologisch nicht machen. Und das heißt, sie sind niemals zu 100% Bio. Also das kann eigentlich nur ein naturfarbenes T-Shirt sein. Ja, Fazit zu dem ersten T-Shirt ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also für 12,99 kauft man wirklich keinen Schrott. Ansonsten muss man halt gucken, wie es an einem selbst sitzt. Das ist immer das Entscheidende. Das zweite T-Shirt ist sehr, sehr ähnlich geschnitten, ist von Selected Femme. Fällt allerdings etwas länger aus. In S habe ich es. Ich habe eigentlich alles in S bestellt. Dann brauche ich das nicht immer dazu zu sagen. Ja, und ich würde allerdings, wenn euch das T-Shirt jetzt zu lang ist, dann würde ich es daran nicht scheitern lassen, wenn ihr ansonsten das perfekte weiße T-Shirt gefunden habt. Denn wenn es sonst super sitzt von den Armen her und hier am Hals, das ist so das Entscheidende, dann kann man es auch zum Schneider bringen und kürzen lassen. Also das ist kein Thema. Damit ihr eine Orientierung habt, ich bin 1,72 und das ist halt die Länge bei mir. Dieses T-Shirt ist meine Schultern etwas breit, also für alle Breitschultrigen unter euch gut. Es ist, die Ärmel sind auch etwas lang, was ich allerdings ganz gerne mache, ist einfach die Ärmel zweimal hochklappen. Das finde ich, sieht immer sehr ordentlich aus. Dieses T-Shirt, auch das erste, das ich euch gezeigt habe, die bestehen zu 100% aus Baumwolle übrigens. Das heißt, man kann sie auch in den Trockner schmeißen. Im Vergleich zu den anderen drei, die enthalten Elastan, die dürfen nicht in den Trockner oder würden da einfach
zugrunde gehen. Ansonsten, genau, das erste T-Shirt ist übrigens um 2 cm geschrumpft unten und um 1 cm breiter geworden. Das zweite ist um 1 cm geschrumpft und auch 1 cm breiter geworden. Also das sollte man beachten, wenn man die anprobiert vor der ersten Wäsche. Und ansonsten dieses zweite T-Shirt für 19,90 Euro, das wirkt etwas wertiger. Es ist nicht ganz so knitternd. Naja, es knittert auch, aber es ist eine etwas glattere Ware und wirkt einfach diesen Tick hochwertiger als das erste. Das nächste T-Shirt ist von Esprit. Das hat jetzt nicht so diesen ganz klassischen lockeren Schnitt, das ist etwas körpernaher geschnitten. Das besteht zu 94% aus Baumwolle, 6% Elastan. Das ist also ein bisschen stretchy. Es hat einen etwas größeren Rundhalsausschnitt. Ist also super für alle eigentlich, die zum Beispiel ein Doppelkinn haben oder einen kurzen Hals. Oder auch bei einer größeren Oberweite sieht es immer etwas besser aus, wenn der Kragen nicht ganz so, wenn der Rundhalskragen nicht ganz so hoch sitzt. Das staucht dann nicht so sehr. Und die Ärmelchen sind kurz. Also mir gefällt der Schnitt von diesem T-Shirt auf jeden Fall auch sehr gut. Auch wenn es nicht das ist, was ich eigentlich gesucht habe. Das T-Shirt ist übrigens auch in der Länge 1 cm eingelaufen, 1 cm breiter geworden nach der Wäsche. Da kann man übrigens eine Nummer raufgehen. Also ich habe das jetzt in S bestellt. Ihr seht, das sitzt der Spack. Da könnte man auf jeden Fall ein Nummerchen raufgehen, wenn man das gerne ein bisschen lockerer hat. So ein Schnitt ist halt super, wenn man etwas weitere Unterteile trägt. Also wie zum Beispiel hier diese Paperback-Shorts oder ihr habt eine Marlene-Hose oder einen sehr weiten Midi-Rock. Dann ist natürlich so ein körpernaher Schnitt etwas schöner. Und hier kriegt ihr auf jeden Fall eine gute Qualität für immerhin nur 15,99 €. Das nächste T-Shirt ist von Drycorn. Da ist bei meiner Bestellung bei Breuninger so einiges schief gelaufen. Also erstmal haben die mir das falsche T-Shirt geliefert. Ich wollte eigentlich diesen klassischen Schnitt mit Rundhals. Und zweitens steht im Shop, dass es zu 92% aus Polyamid besteht, was falsch ist. Denn hier steht 92% Baumwolle und das merkt man auch. Also maximale Verwirrung und ich war auch erst sehr genervt über alles. Aber dann habe ich es angezogen und war echt begeistert davon. Also es ist halt so ein bisschen die Luxusvariante heute. Das ist wieder ein körperbetonter Schnitt, wie gerade bei dem Esprit-T-Shirt. Allerdings jetzt mit tiefem V-Ausschnitt. Der sehr schmeichelhaft wirkt, wenn man eher breite Schultern hat, auch wieder einen größeren Busen. Es unterteilt den Oberkörper, lässt den Oberkörper schmaler wirken. Auch bei einem breiten Gesicht sieht es gut aus. Ich habe ja auch ein recht rundes Gesicht, deswegen steht mir das auch ganz gut, das T-Shirt. Es verzeiht nichts, denn es besteht zu 8% aus Elastan. Je mehr Elastan, desto eher zeichnen sich Speckröllchen ab. Also wenn man sich so hinsetzt, man kann es auf jeden Fall eine Nummer größer bestellen. Das ist jetzt wieder S. Und nach der Wäsche ist es 1 cm breiter geworden, wovon man jetzt allerdings nichts sieht, finde ich. So, mein letztes T-Shirt ist von Trigema. Das ist ja eine alte deutsche Traditionsmarke, die in Deutschland produzieren ausschließlich. Und ich habe deswegen eins von Trigema gekauft, weil ich mit den Kinder-T-Shirts so super Erfahrungen gemacht habe. Ich habe dieses T-Shirt jetzt 3 Jahre und ich habe das bestimmt ungelogen 80 Mal gewaschen. Mein armer Sohn musste das auch so oft tragen, obwohl er sich schon mit 5 Jahren darin uncool fand. Den Affen kennt ihr sicherlich. Ja, es hat sich einfach überhaupt nicht verändert. Also es ist weder geschrumpft. Die Farben, das Rot sieht immer noch recht gut aus, oder? Es leuchtet nicht mehr so stark wie am Anfang. Auch der Druck sieht noch super aus. Es ist so ein bisschen, ganz klein bisschen eingerissen, sieht man aber kaum. Also das hatte mich überzeugt. Deswegen habe ich ein weißes T-Shirt bei Trigema bestellt. So, das hat jetzt einen Elastananteil von 5%. Der Rest ist Baumwolle. Es ist wirklich sehr schön weich. Es ist das dickste T-Shirt unter allen. Und es hat auch wiederum einen etwas körperbetonteren Schnitt, allerdings nicht so eng wie die beiden, die ich vorher gezeigt habe. Dadurch, dass das Material etwas dicker ist und der Elastananteil etwas kleiner, also bei 5%, zeichnet sich nicht wirklich alles so exakt ab unter dem T-Shirt. Das ist also hier ganz angenehm, es ist also super weich, wie gesagt. Es ist allerdings auch um 1 cm geschrumpft und um 1 cm schmaler geworden in diesem Fall. Das muss man also beachten. Ich habe das in S bestellt und da könnte man auch locker eine Nummer aufgeben. Ich mag auf jeden Fall die Ärmel, den Schnitt sitzt alles super und ich bin mir sicher, das wird auch 3 Jahre halten. Mein Fazit zum Test, wer den Klassiker mag, also den lockeren Schnitt, den ganz klassischen Rundhalsausschnitt, der findet bei Vero Moda meinen Preis-Leistungssieger. Und bei Selected Femme, eine Variante, die ein bisschen hochwertiger wirkt, vom Material her. Entscheidend ist natürlich, dass es an euch sitzt, also dass die Breite, dass es nicht weder zu breit noch zu eng ist, dass die Ärmel an der richtigen Stelle enden, dass die Ärmel nicht zu breit, sondern dass es an den Schultern sitzt. Das ist also das Entscheidende. Wenn ihr es lieber ein bisschen enger körperbetont mögt, dann ist der Preis-Leistungssieger hier Esprit. Die Luxus-Variante gibt es von Drycorn und mein Testsieger heute ist das T-Shirt von Trigema, weil es einfach super weich, super angenehm zu tragen ist und es kostet 24 Euro noch was, meine ich. Also beim Preis kann man auch nicht meckern.
Das ist also mein persönlicher Sieger. Ich hoffe, ich konnte euch heute bei der Suche nach eurem perfekten weißen T-Shirt helfen. Am Ende des Tages muss es an euch gut sitzen. Ich konnte euch jetzt hoffentlich ein bisschen helfen, was Materialverarbeitung bei verschiedenen Marken betrifft und auch wie sie sich waschen. Also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt mir doch heute bitte mal in die Kommentare, mit welchen Marken ihr gute Erfahrungen gemacht habt mit weißen T-Shirts. Für mich, vielleicht kaufe ich auch noch das eine oder andere, aber auch für die anderen Zuschauerinnen, vielleicht habt ihr da noch heiße Tipps, was für verschiedene Figurtypen zum Beispiel oder ja, welche Eigenschaften bei bestimmten Marken besonders gut sind. Würde mich sehr interessieren. Also, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.